Doppelhaus in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Eine Detonation beschädigte beide Doppelhaushälften sehr stark. Es besteht Einsturzgefahr. Am Montagabend kam es in einem Doppelhaus in der Bertha von Suttner Straße zu einem Brandgeschehen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kam es gegen 19.40 Uhr in einer dortigen Doppelhaushälfte zu einer Explosion, in dessen Folge das Haus in Brand geriet. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und führte Löscharbeiten durch. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die genauen Umstände der Brandentstehung sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Brandursachenermittlungen. Durch die Detonation wurden beide Doppelhaushälften stark beschädigt und sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Derzeit ist der Aufenthalt eines Bewohners der betroffenen Doppelhaushälfte unklar. Aufgrund einer akuten Einsturzgefahr ist eine Absuche des Hauses nach dem Mann jedoch momentan nicht möglich. Wann das Objekt betreten werden kann und die Untersuchung vor Ort beginnen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Stadtwerke Lauterbach waren mit der Wasser- und Stromversorgung beschäftigt. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lauterbach, Löschzug Mitte, Ost und Nord waren im Einsatz. Dazu der Rettungsdienst, das THW und die Polizei. Eine Drohne der Drohnenstaffel DRK Grebenhain war auch im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war auch der Bürgermeister der Stadt Lauterbach, Rainer Hans Vollmöller, und erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.